Hallo Leute, es gibt Dinge im Leben, vor allem die ärgerlichen, da fragt man sich hinterher, wie konnte das passieren? Ist mir passiert heute? Und wenn ihr eine ST79 mit DCT fahrt, dann kann es euch möglicherweise auch passieren. Willkommen bei Gary Oldwing. Was ist passiert? Wir sind gerade auf der 4-Sterne-Tour mit dem GWCD und haben heute Mittag, wie so oft üblich, eine Pause auf einem Parkplatz gemacht. Um möglichst Parkplatz zu sparen, habe ich meine Maschine in zweiter Reihe geparkt und hatte ein Gespann quer vor mir. Wir haben angehalten, ein ganz normaler Parkvorgang wie tausende Male zuvor. Meine Conny saß noch hinten drauf und ich wollte die Zündung ausschalten. Und in diesem Moment macht die Maschine einen Satz nach vorne. Zum Glück habe ich in meinem hohen Alter noch sehr gute Reflexe und ich konnte durch Bremsen die Maschine schnell wieder einfangen, aber es war bereits passiert. Ich hatte mit meinem Vorderrad das Vorderrad des Gespanns angefahren. Und während wir uns gesammelt haben und noch auf dem Motorrad sitzen, kommt ein Freund aus dem GWCD aus dem Hintergrund heran und sagte zu mir, das Gleiche ist mir auch schon mal passiert. Und deswegen gibt es dazu dieses Video, denn es liegt nicht allein an meiner Dösigkeit, sondern irgendwie scheint hier mit dem Gasgriff, dem DCT, ein Gefahrenpotenzial vorhanden zu sein. Wir haben uns natürlich ausgetauscht und versucht, die Geschichte zu analysieren und die Ursache zu finden. Vermutlich ist es damit zu erklären, dass bei dem Versuch, die Zündung auszuschalten, wir beide mit der Hand jeweils über den Gasgriff oder am Gasgriff hängen geblieben sind oder ihn halt in irgendeiner Form bewegt haben und da natürlich beim DCT, wenn man angehalten hat, noch das Getriebe quasi im Bereitschaftsmodus ist, ist beim Gasgeben natürlich sofort Vortrieb gegeben. Eigentlich kaum vorstellbar, denn 4 Jahre und 40.000 Kilometer hat es nie etwas in dieser Art gegeben. Aber wie manche Konstellationen halt mal zusammenkommen, hat da irgendwie eine unglückliche Geschichte geherrscht und es ist deswegen halt passiert. Gut, aber aus Schaden soll man ja klug werden und deswegen mein Tipp an euch, wie man das zukünftig verhindern kann, denn so werde ich es machen. Ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten, auf die man sich konditionieren sollte. In dem Moment, wo man angehalten hat, und normalerweise ja auch bremst, sollte die Handbremse angezogen bleiben. Und dann sollte man nicht drüber greifen, um die Zündung auszuschalten, sondern das Ausschalten mit der linken Hand machen. Oder wahlweise vor dem Ausschalten der Zündung kurz eben auf N drücken, damit das Getriebe im Leerlauf ist. Und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Meine ST79 hat den ganzen Vorgang klaglos weggesteckt, da die ganze Kraftwirkung ja entsprechend Richtung des Vorderrades war. Leider hatte das Gespann nicht so viel Glück, denn hinterher haben Lenkung und Rad nicht mehr parallel gestanden. Und um ganz sicher zu gehen, dass da wirklich an dem ganzen Lenksystem kein schwerer Schaden entstanden ist, ist die Maschine dann auch eingeschleppt worden. Tja. Lieber Martin, lieber Heike, tut mir leid, dass ich euch die Tour vermiesen musstet und ihr jetzt mit diesem Motorrad dort weiterfahren müsst. Leihwagen. Bis zum nächsten Mal.